Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal hier heute. Zu einem weiteren sehr, sehr spannenden Video. Ich glaube, ich muss hier am Anfang auch gar nicht groß rumdrum reden, sondern wir können ja einfach direkt zum Punkt kommen. Ich denke mal, du hast sowieso schon im Thumbnail bzw. im Titel gesehen, worum es geht. Es geht zum einen um unser HT-Trading-System und zum anderen um einen sehr, sehr krassen Indikator, der das Traden dieses Systems extrem erleichtert und wahrscheinlich einigen Anfängern hier ja extrem unter die Arme greifen wird. Also wie krass unser HT-Trading-System ist, muss ich ja, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen. So die Daten, die Sets, sprechen da in der Hinsicht für sich. Ihr könnt bei uns hier kostenlos den Tradingplan runterladen. Ihr könnt alle Trading-Daten runterladen. Wir machen seit jetzt über eineinhalb Jahren, seit fast seit 2 Jahren, jede Woche, jede scheiß Woche am Ende der Woche, kommt immer für die vergangene Woche bei uns auf unserem YouTube-Kanal hier ein Backtesting-Video, wo wir uns ganz genau jeden Trade mit diesem System anschauen, komplett transparent, komplett ehrlich, jeden Trade anschauen, der hier nach unserem Tradingplan möglich gewesen wäre. Wie gesagt, den Tradingplan könnt ihr euch kostenlos runterladen, Link dazu unten in unserer Beschreibung, und dokumentieren diese ganzen Trades. Und wir schauen uns nicht nur die ganzen Trades an, sondern wir dokumentieren auch jeden Trade, scheißegal, ob ein Loss oder ein Win, in dieser Tabelle. Ihr seht, das sind einige Trades, und ihr seht ja selber, wie das Ganze halt performt. So ein Abschnitt ist hier immer eine Woche, also sozusagen zwischen diesen zwei Abschnitten, ist jetzt ja auch immer hier die jeweilige Kalenderwoche. Könntet ihr bei jeder Kalenderwoche sozusagen hier ganz einfach bei uns auf YouTube gehen, hier in unsere Playlists rein, und hier findet ihr sozusagen diese ganzen Videos, Haptic Trading System im Backtest. So, und habt dann hier, ich glaube, ihr könnt auch, es ist auch hier wesentlich einfacher, wenn wir hier komplette Playlists ansehen machen, genau. Und dann habt ihr hier sozusagen diese ganzen Backtesting Sessions, habt ihr diese ganzen Kalenderwochen und könnt euch hier zu jede Kalenderwoche ganz genau unser Video anschauen, was wir komplett transparent zu diesen Daten gemacht haben. Wie gesagt, wir haben alles dokumentiert, ganz genau. Wenn wir einfach mal zur aktuellen Woche jetzt gehen, wie gesagt, das war jetzt letzte Woche, 30. Kalenderwoche, stehen wir jetzt hier aktuell bei 2000% Gewinn. Also natürlich mit Zinseszinseffekt, die reine Risikoeinheiten, sind wir bei 324. Wenn wir einfach nochmal hier auf diese Übersicht gehen, wo wir so einen Gesamtüberblick über dieses System haben, die Profit-Kurve spricht für sich. Wir machen ja im Schnitt 4-5% pro Woche. Das spricht auch absolut für sich, vor allem so konstant, wie wir das hier machen. Habe ich so noch kein, also vor allem noch kein so einfaches und so systematisches System gesehen, was wirklich so konstant Gewinne macht. Umso systematischer, umso einfacher das System ist. Natürlich das Feedback, was ich halt von sehr, sehr vielen zu diesem System bekomme, dass es halt sehr, sehr einfach ist, mit so einem System seine Emotionen, die meisten Mindset-Probleme, die meisten halt haben, auszuschließen, weil es halt einfach wirklich ganz genau definiert ist, wann, was du wenn, wo machst. Wenn das passiert, machen wir das. Wenn das passiert, machen wir das. Es ist alles ganz genau hier erklärt, und damit halt extrem gut, um, sage ich mal, ja, überhaupt erstmal ins Trading einzusteigen, extrem gut für Anfänger. Und ihr müsst auch nicht uns glauben, dass diese Daten, die wir hier getrackt haben, die wir hier dokumentiert haben, jetzt über diese ganzen Wochen so stimmt. Das müsst ihr uns nicht glauben, sondern ihr könnt ja einfach unseren Tradingplan hier runterladen, kostenlos, in eure eigenen Charts gehen mit, ja, wie gesagt, unserem Tradingplan. By the way, das Datensheet hier, um diese ganzen Trades zu dokumentieren und so eine schöne Übersicht hier zu bekommen, diese Vorlage könnt ihr euch auch kostenlos bei uns runterladen und könnt, wie gesagt, mit dieser Vorlage und dem Tradingplan in eure eigenen Charts gehen, das selber backtesten und dann halt Woche für Woche hier ganz einfach mit unseren Videos sozusagen vergleichen und euch selber davon überzeugen, dass diese Daten stimmen. Also wir können da nichts faken, es ist unmöglich, das irgendwie zu faken, weil es jeder überprüfen kann. Jeder hat Zugriff auf die Daten, jeder hat Zugriff auf den Tradingplan, und genau, das heißt, das Trading-System ist absolut krass. Ihr habt ja, wie gesagt, hier immer die Wochen. Hier unten rechts seht ihr immer sozusagen die Wochenendergebnisse, die wir hatten, komplett transparent. Seht ihr jeden Trade, wo wir alles ganz genau sozusagen dokumentieren. Habt hier nochmal so eine kleine Auswertung hier mit der Haltedauer, mit den Risk Units, mit dem Kontostand, mit dem Zinseszinseffekt. Wie gesagt, Anfang letzten Jahres sind wir mit 10.000, mit dem Startkontostand von 10.000 Euro, die wir eingetragen haben, gestartet. Und wir wären jetzt hier sozusagen bei, ja, warte, in der aktuellen Woche wären wir jetzt hier bei 212.000 Euro, die wir jetzt sozusagen in nicht mal den 2 Jahren aus den 10.000 sozusagen gemacht hätten. Also, wie gesagt, das spricht dahingehend absolut für sich. Ladet euch das gerne runter, überprüft das gerne, geht da gerne rein. Aber ich weiß ja, viele von euch traden das System schon selber. Und darum soll es heute auch überhaupt gar nicht gehen, um hier unser Haptic Trading System, unser HT Trading System hier hochzuloben oder sonst was. Sondern, wie gesagt, um einen Indikator, das Trading mit dem System zu vereinfachen. Wenn wir einfach nochmal ganz kurz zurück in den Chart gehen. Seht ihr, wir gehen ja immer am Anfang des Tages, sozusagen ist ja unser erster Schritt, sozusagen Schritt 1, POIs bestimmen und warten. So, das heißt, unser erster Schritt ist ja immer am Anfang des Tages, dass wir im Prinzip auf H1 gehen,
auf Stundenbasis und uns hier sozusagen, ich habe es hier gerade mal eingeblendet, hier sozusagen unsere Fractals anzeigen lassen und ja, zu jedem Fractal hier sozusagen eine Liquiditätslinie reinzeichnen, weil wir halt ja, jedes H1 Fractal, also was ist ein H1 Fractal, ganz einfach ein Punkt, wie gesagt, den uns zum einen dieser Indikator hier anzeigt, unser Fractals-Indikator ganz einfach, und jeder Fractal, also ihr bräuchte den Indikator natürlich nicht, um hier diese Fractals einzuzeichnen, weil es ist ganz einfach, sozusagen ein Fractal ist ganz einfach ein High, ihr seht das hier, wo links und rechts der Höchstkurs der Kerze sozusagen niedriger, sozusagen der mittlere ist sozusagen der höchste und links und rechts der Kerze, dieses High ist sozusagen niedriger. Also all diese Punkte sind sozusagen Fractals. Bei einem Low natürlich hier genau das gleiche. Wir haben hier ein mittleres Low und die Lows der Kerzen rechts und links sind sozusagen höher als das des mittleren. So, jetzt gucken wir uns mal das an. Warum ist das hier kein fraktaler Punkt? Also links würde ja stimmen, links das Low ist höher, aber rechts das Low ist tiefer. So, das heißt, die Kerze müsste hier geschlossen sein und dann wäre das hier auch ein Fractal, dann wäre hier sozusagen auch ein Punkt darunter. Ist ganz simpel, ganz einfach für alle, die das vielleicht nicht verstehen, die können sich diese fraktalen Punkte auch sozusagen hier ganz einfach hier sozusagen mit diesem Fractals-Indikator einzeichnen. So, wenn ich jetzt hier einfach mal ein paar rauslösche, wie zum Beispiel die hier, ist es jetzt so, dass wir dann früh einfach hergehen und erstmal hier alle Liquiditätspunkte im Prinzip im Chart einzeichnen. Und halt, wie das hier ist, dieser Liquiditätspunkt wurde jetzt hier an der Stelle beispielsweise schon gesweept. Aber vielleicht hier alle Liquiditätspunkte, die jetzt noch nicht, by the way, machen wir die auch immer grün, dass wir hier nicht verwirrt werden. Haben wir früh gestartet immer, dass wir uns jetzt, wie gesagt, hier erstmal alle Liquiditätspunkte in den Chart hauen. So, und sobald wir dann, sozusagen hieß ja dann warten, sobald wir hier so einen Liquiditätspunkt dann sweepen in unserer Trading Session, ihr seht jetzt hier gerade, ist es sagen nach 8 Uhr, beziehungsweise ich habe ja die Trading Session gerade falsch eingestellt, ich weiß auch nicht warum, aber es ist auch absolut nicht relevant jetzt gerade hier für das Video, haben wir hier unsere Asset-Session sozusagen und warten dann sozusagen nach unserer Asset-Session, dass hier diese Liquiditätspunkte im Prinzip gesweept werden und suchen dann an diesen Liquiditätspunkten ganz genau, wie es bei uns hier im Tradingplan steht. Wie gesagt, schau dir am besten, wie gesagt, den Tradingplan im Detail an. Ansonsten verlinke ich dir unten in der Beschreibung, wenn du das System lernen möchtest, auch noch zwei Erklärvideos. Einmal das, wo wir ganz genau den Tradingplan durchgehen, Step by Step, und ich dir ganz genau im Chart zeige, was du wenn, wie, wo machst. Und auch einmal das Video. Wir haben zwei sehr, sehr gute Erklärvideos, wo wir das im Detail erklärt haben. Wie gesagt, verlinke ich dir unten in der Beschreibung. So, und warten dann, wie gesagt, darauf, dass an diesen Punkten unser Einstiegssignal kommt, warten auf Bestätigung, dass diese Liquidität genutzt wird. Und gehen halt dann logischerweise in die Gegenrichtung, in die Entladungsrichtung dieser Liquidität rein. Also wie gesagt, es ist ein sehr mechanisches, ein sehr systematisches System, ein sehr einfaches System. Und es erschreckt mich, es haut mich jede Woche eigentlich erneut vom Hocker, wie gut dieses System einfach funktioniert, wenn wir uns, wie gesagt, diese Daten anschauen. Bloß ist es ja so, dass es halt dann immer sehr, sehr viel Arbeit über den Tag hinweg ist und früh für uns ist, diese ganzen Liquiditätspunkte zum einen immer im Blick zu behalten und dann natürlich hier auch immer einzuzeichnen. So, und das heißt, wenn wir jetzt hier mal auf M5 gehen, haben wir jetzt hier sozusagen alle Liquiditätspunkte drin, die jetzt hier für diese Woche relevant gewesen wären. Wie gesagt, wir warten ja dann immer, wenn so ein Liquiditätspunkt gesweept wird, dass wir hier einen Sweep bekommen im Prinzip, dass wir einen Sweep bekommen, wir einen kleinen Pullback bekommen, dann nochmal einen Sweep bekommen und dann bei einem Bruch von einem fraktalen Punkt sozusagen ab hier gehen wir Short rein. So, und wenn ihr, also ich, wie gesagt, im Chart in der Vergangenheit in unseren Videos oder selber halt mal anschaut, ist das halt absolut krass, was man damit halt für Trades bekommt und was man damit halt aus den Märkten holen kann. So, wenn wir jetzt einmal, beispielsweise, ich muss mir bloß ganz kurz, dass ich euch das hier geil zeigen kann, das hier mit in diese Gruppe machen. Wenn wir jetzt einfach mal diese Linien, die wir jetzt hier gerade alle eingezeichnet haben auf H1, erinnert euch, wir haben jetzt hier sozusagen das, was wir halt jeden früh machen als erstes Step, hier auf H1 an jeden fraktalen Punkt sozusagen eine Linie zu zeichnen. So, das heißt, wenn wir nochmal auf M5 gerade mal gehen, jetzt hier oben unseren Indikatoren-Tab mal aufklappen, haben wir jetzt hier sozusagen den Haptic H1 LQ Lines Decoder. Wenn wir den jetzt einfach mal anmachen, wie gesagt, ich blende die Linien gerade nicht wieder ein, sondern wir lassen den Indikator einfach laden und ihr seht, voilà, ich glaube, das ist schon einigen klar, worauf es hinausgeht. Wir haben einfach jetzt sozusagen für diese Liquiditätslinien einen Indikator programmiert, der das Ganze komplett automatisiert macht. Das heißt, wir können hier einfach auf M5 gehen. Wir müssten nicht mal mehr auf H1 gehen, könnten hier einfach sozusagen auf M5 bleiben und ja, diese Liquiditätslinien im Prinzip traden. Er zeigt uns hier ganz genau immer die fraktalen Punkte sozusagen auf H1 an, die für uns sozusagen hier relevant sind und zieht sozusagen von diesen
von diesen fraktalen Punkten auf H1 seht, das sind genau die gleichen Linien, mit die wir uns gerade eingezeichnet haben. Wir zeichnen uns dann sozusagen von diesen H1 Fractals immer die Linie bis dahin, wo sie gesweept wurde, und genau das macht im Prinzip dieser Indikator. Er zeichnet genau eine Linie von diesem Punkt sozusagen bis zu dem Punkt, wo diese Linie gesweept wird, und hört dann logischerweise auf, die Linie zu sweepen, weil wenn wir einmal über diese Liquiditätspunkte, die wir uns hier einzeichnen, drüber gehen, dann sind die natürlich nicht mehr relevant für uns, sondern ist diese Liquidität wurde aufgesaugt, und ob sie dann genutzt wird oder nicht, das wollen wir dann genau nachschauen, um halt diese Liquiditätspunkte, wie gesagt, zu traden. Einstellungsmöglichkeiten hat der Indikator ja nicht besonders viele. Ihr könnt euch ja einfach die Fractal Highs und Lows sozusagen ausblenden, ihr könnt die Labels ausblenden, ihr könnt auch, wenn ihr die Lines nicht haben wollt, nur die Labels, die Lines ausblenden, oder auch die Labels, wenn ihr nur die fraktalen Punkte haben wollt, wie ihr das wollt. Und können natürlich die Farben einstellen, so, wo es sozusagen zu sehen sein soll. Beziehungsweise das ist eh nicht relevant, weil das Ganze nur auf, wir haben es auch hier geschrieben, only M5 sozusagen funktioniert. Weil wir haben ja bei uns im Trading-System, im Trading-Plan sozusagen ganz genau stehen, dass wir diese Fractals im Prinzip nur auf M5 traden. Und daher wird der Indikator natürlich auch nur, wenn ihr im 5-Stunden-Timeframe seid, angezeigt. Wenn ihr jetzt hier auf Stundenbasis geht, werden euch hier nur die Fractals angezeigt, wenn ihr euch hier vielleicht die Linien einzeichnen wollt, irgendwas überprüfen wollt, whatever. Und sobald ihr auf M5 geht, wird hier sozusagen der Rest eingezeichnet und hier auch, wie gesagt, diese Lines zu diesen ganzen Fractals und die Labels, die halt auch auf H1 sozusagen ein fraktaler Punkt sind. So, daher ganz simpel, ganz einfach. Den Indikator könnt ihr euch natürlich kostenlos bei uns runterladen. Unten in der Beschreibung verlinke ich euch sozusagen mal einen Link, wo ihr den sozusagen kostenlos bei uns anfordern könnt, dann schicken wir den euch sozusagen einfach zu. Zudem, wie gesagt, verlinke ich euch auch sehr, sehr gerne, wo ihr sozusagen hier dieses Datensheet findet, wo ihr unseren Tradingplan findet, plus halt, wie gesagt, diese Erklärvideos hier, diese zwei Erklärvideos verlinke ich euch unten in der Beschreibung auch nochmal. Und da könnt ihr, wie gesagt, euch das holen, könnt das selber zum Traden, wie gesagt, unseres Systems nutzen, oder könnt halt auch sehr, sehr gerne damit natürlich viel, viel schneller mal durchtesten, ob das Ganze auch in anderen Währungsbranchen funktioniert, weil ihr wisst ja, viele von uns traden dieses System auch in anderen Assets, wie beispielsweise in verschiedenen Forex-Paaren. Manche traden es sogar in Rohstoffen, im Gold, vielleicht auch nur, wenn nur in eine Richtung. Seht hier, erster Sweep, zweiter Sweep, Liquiditätspunkt, Paar, so bringt das in die Gegenliquidität, wenn ihr hier sozusagen mit der Struktur geht. Wie gesagt, da gibt es extrem viele Möglichkeiten, und der Indikator erleichtert euch das jetzt natürlich extrem, da halt auch einfach viel schneller zu testen, weil ihr nicht mehr zwischen den Zeiten halt umherspringen könnt, sondern könnt einfach auf M5 bleiben. Lasst euch hier eure Asset-Session anzeigen, die ja für uns auch früh sehr relevant ist. Haben wir auch alles ganz genau, wie gesagt, hier uns im Tradingplan geschrieben. Und genau, daher, wie gesagt, probiert den Indikator auf jeden Fall aus. Wenn ihr diesen Link von uns zugeschickt bekommt, dann sollte die Seite zum Runterladen des Indikators irgendwie so in die Richtung hier aussehen. Ihr habt hier oben sozusagen einmal den Namen, habt hier so einen Screenshot, und wenn ihr hier runter scrollt, erstmal ganz wichtig, könnt ihr hier sozusagen erstmal rechts unter diesem Bild ein Like bzw. einen Boost für uns dalassen, um uns einfach zu unterstützen. Das wäre sehr, sehr geil. So, wenn ihr dann noch ein Stück runter scrollt, könnt ihr hier sozusagen dann ganz einfach Add to Favorite Indicators klicken und könnt euch hier sozusagen diesen Indikator einfach zu euren Favoriten in TradingView hier hinzufügen. Und wenn ihr das sozusagen geklickt habt, könnt ihr dann ganz einfach zu euch in TradingView zurückgehen, geht hier oben auf Indicators und dann zu euren Favoriten sozusagen hier bei den Favorites, und habt dann hier diesen Indikator von uns mit drin, wenn ihr hier den einfach sucht. Wie gesagt, ihr findet hier oben den Namen Haptic H1, Liquiditätslines, Decoder, und sucht den dann einfach bei euch. Dann findet ihr den, wenn ihr den, wie gesagt, anklickt und auf 5-Minuten-Basis seid, wird sozusagen hier euch diese, werden euch diese ganzen Lines sozusagen angezeigt. Wie gesagt, wie ihr diese Lines tradet, findet ihr hier bei uns im Tradingplan, beziehungsweise in den zwei Videos, die ich euch unten in der Beschreibung verlinke. Und genau. Dann hoffe ich auf jeden Fall, je nachdem, wenn ihr das Video seht, ihr habt noch einen geilen Tag. Und wenn dazu irgendwelche Fragen sind, habe ich ganz vergessen zu sagen, ist auch unten in der Beschreibung unsere WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr uns natürlich jederzeit auch zusätzlich noch schreiben, wenn dazu irgendwelche Fragen sind. Und ansonsten, wie gesagt, je nachdem, wenn ihr das Video seht, wünsche ich euch auf jeden Fall einen geilen Tag, einen geilen Abend, und wir hören uns dann spätestens im nächsten Video.